Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, willkommen in der virtuellen Deutschstunde. Heute beginnen wir uns mit dem Thema Umweltschutz zu beschäftigen und in der nächsten Online-Deutschstunde machen wir es weiter. Danas ćemo govoriti o zaštiti okoliša, a s istom temom nastavit ćemo i na našem sljedećem Online-Satu. Was sind unsere heutigen Lernziele? Koji su dakle ciljevi ove Videolekcije? Zuerst macht ihr euch mit den wichtigsten Begriffen in Bezug auf das Thema Umwelt bekannt und nennt einige Beispiele für umweltfreundliches Verhalten. Danach entnehmt ihr Informationen einem Hörtext und ganz zum Schluss sprecht ihr über umweltfreundliche Aktivitäten. Najprije ćete se upoznati s najvažnijim pojmovima vezano uz temu. Zatim ćete navesti neke primjere ekološki osviještenog ponašanja. Također ćete razumjeti potrebne informacije u tekstu koji ćete slušati, a na samom kraju prisjetit ćete se ekološki prihvatljivih aktivnosti te nešto reći na tu temu. Für diese Stunde braucht ihr wie immer ein Heft oder ein Blatt Papier, einen Bleistift oder einen Kugelschreiber und natürlich ein Handy oder einen Computer mit dem Internetzugang. Es ist wichtig zu betonen, dass ihr in jedem Moment eine Pause machen könnt. Za ovaj sat potrebno vam je kao i obično bilježnice ili list papira, obična ili kemijska olovka, te naravno mobitel ili računalo s pristupom internetu, a važno je naglasiti da u svakom trenutku možete zaustaviti snimku. Zuerst versuchen wir, den Begriff Umwelt zu definieren. Die Umwelt ist alles, was einen Menschen umgibt, auf ihn einwirkt und seine Lebensbedingungen beeinflusst, insbesondere die Natur. Okoliš je sve što čovjeka okružuje, što na njega djeluje, te utječe na njegove životne uvjete, a tu prije svega podrazumijevamo prirodu. Die Umwelt kann man schützen bzw. schonen. Es handelt sich um Synonyme. Schützen, odnosno schonen, znači štititi, čuvati. Ovi glagoli su sinonimi, no pripazite, kod korištenja glagola schonen, ona nema nikakve veze s pridjevom schön, te se piše bez prijeglasa. Der Substantiv, der Umweltschutz, bedeutet natürlich zaštita okoliša. Wenn man die Umwelt nicht schützt bzw. schont, dann kann man sie verschmutzen, zerstören und belasten. Verschmutzen zagađivati, zerstören uništavati, a glagol belasten u riječnicima ćete pronaći da ovaj glagol znači opterećivati, što je točno, no u ovom kontekstu najbolje ga je prevesti onečistiti. Merkt euch dazu auch die folgenden Substantive. Uz to probajte zapamtiti i sljedeće imenice. Die Umweltverschmutzung, zagađivanje okoliša. Die Umweltzerstörung, uništavanje okoliša. Und die Umweltbelastung, onečišćavanje okoliša. Merkt euch auch die folgenden Gegenbegriffe. Umweltfreundlich und umweltfeindlich. In beiden Begriffen sind einige Wörter versteckt, die ihr schon kennt. Zapamtite i sljedeće pojmove, to su pojmovi suprotnog značenja umweltfreundlich i umweltfeindlich, a u njima se skrivaju i neke riječi koje poznajete već od ranije. Evo, umwelt, okoliš, freund, prijatelj. Ponovno umwelt, okoliš, a ovaj puta feind, neprijatelj. Umweltfreundlich je dakle nešto što je ekološki prihvatljivo, a ako se radi o osobi, ona je onda ekološki osvještena. Umweltfeindlich, ekološki neprihvatljivo, odnosno ekološki neosvješteno ukoliko se radi o osobi. Der Umweltschutz ist natürlich umweltfreundlich im Unterschied zu Umweltverschmutzung, Umweltbelastung und Umweltzerstörung, was umweltfeindlich ist.
Hier ist eure erste Aufgabe. Ihr sollt diese 5 Beispiele durchlesen und kurz antworten, ob sich die Personen umweltfreundlich oder umweltfeindlich verhalten. Beim Antworten könnt ihr natürlich die Symbole benutzen, die Erde für ein umweltfreundliches Verhalten und die Bombe für ein umweltfeindliches. Vaš je zadatak pažljivo pročitati ovih 5 primjera i kratko odgovoriti je li ponašanje ovih osoba ekološki prihvatljivo ili neprihvatljivo. Kao odgovore možete koristiti i simbole, sličicu zemaljske kugle za ekološki prihvatljivo, odnosno bombe za ekološki neprihvatljivo ponašanje. Einige Wörter werdet ihr vielleicht nicht verstehen, versucht aber, die Bedeutung dieser Wörter aus dem Kontext zu erschließen. In jedem Satz befinden sich nämlich viele Wörter, die ihr schon kennt und die euch helfen können. Neke riječi možda nećete razumjeti, no pokušajte dokučiti njihovo značenje iz konteksta, budući da se u svakom primjeru nalaze riječi koje su vam zasigurno poznate od ranije. Macht jetzt die Pause, nehmt euch Zeit und löst die Aufgabe. Zaustavite snimku, uzmite si vremena, te riješite zadatak. Hier sind die Lösungen. Der Satz Nummer 1. Daniela geht einkaufen und nimmt immer ihre Stofftasche mit. Zu Hause hat sie schon viele Stofftaschen. Daniela ide u kupovinu i uvijek uzima platnenu torbu i kod kuće ima puno platnenih torbi. Daniela ist natürlich umweltfreundlich. Nummer 2. Vor dem Schlafengehen schaltet Markus immer seinen Computer aus. Auch schaltet er das Licht aus, wenn er es nicht braucht. Prije odlaska na spavanje, Markus uvijek gasi računalo, a gasi svjetlo ako ga ne treba. Er ist auch umweltfreundlich. Herr Richter wirft alles, also Glas, Plastik, Biomüll, Papier, in einen Container. Er arbeitet viel und hat keine Zeit, den Abfall zu trennen. Herr Richter ist natürlich umweltfeindlich. Danielas Bruder fährt immer mit dem Auto zur Arbeit. Er hat Glück, denn sein Büro ist nur 500 Meter von seinem Haus entfernt. Danielas Bruder ist natürlich umweltfeindlich, denn er lebt in der Nähe und fährt mit dem Auto zur Arbeit. Und der letzte Satz. Alte Batterien wirft Alex immer in den Spezialcontainer, der am Supermarkteingang steht. Stare Batterie. Alex uvijek baca u specijalni kontejner koji stoji na ulazu u supermarket. Alex je, naravno, ekološki osviješten, umweltfreundlich. In der folgenden Aufgabe wurden einige Aktivitäten erwähnt, die zum umweltfreundlichen Verhalten gehören. U prošlom zadatku spomenute su neke aktivnosti koje su dio ekološki osviještenog ponašanja. Was kann man also für unsere Umwelt tun? Što dakle možemo učiniti za naš okoliš? Man kann Abfall trennen. Možemo odvajati otpad. Wie trennt man den Abfall? Glas wirft man in eine Glastonne. Papier in eine Papiertonne. Biomüll in eine Biotonne. Plastik in eine Plastiktonne. Und alte Batterien oder giftige Abfälle in einen Spezialcontainer. Staklo se baca u kontejner za staklo, također i papir u odgovarajući kontejner za papir, biomüll, biorazgradivi otpad u odgovarajući kantu, plastik, plastika u kontejner kantu za plastiku, a stare baterije i otrovni otpad bacaju se u specijalni kontejner. Man kann auch Strom sparen, možemo štedjeti struju. Das bedeutet unnötiges Licht ausschalten, gasiti nepotrebno svjetlo und Geräte, zum Beispiel Computer oder Fernseher, ausschalten, wenn man sie nicht braucht. Gasiti uređaje, na primjer računalo ili televizor, ako ih ne koristimo. Auch kann man öffentliche Verkehrsmittel statt Auto benutzen, umjesto automobila možemo koristiti javni prijevoz. Fahrrad statt Auto fahren, koristiti bicikl umjesto automobila und natürlich zu Fuß gehen.
Man kann auch Stofftaschen statt Plastiktüten benutzen. Umjesto plastičnih vrećica možemo koristiti platnene torbe za kupovinu, Stofftaschen. Man kann auch Wasser sparen, štedjeti vodu, zum Beispiel duschen statt baden, tuširati se umjesto da se dugo kupamo i potrošimo puno vode, tropfende Leitungen reparieren, popraviti cijevi koje kaplju, dann auch Mehrwegbecher statt Einwegbecher benutzen. Mehrwegbecher su čaše za višekratnu uporabu, evo recimo poput ovih. Mehrweg, dakle više puta. A Einweg, nešto što se može koristiti samo jednom, poput recimo ovih plastičnih čaša ovdje na slici. In der folgenden Aufgabe könnt ihr den Wortschatz zum heutigen Thema einüben. Macht die Pause und ergänzt bitte die Sätze oder ersetzt die Bilder mit den entsprechenden Wörtern. Die kompletten Sätze schreibt ihr dann in eure Hefte. U ovom zadatku ćete još malo provježbati vokabular s kojim ste se susreli od početka ove videolekcije. Zaustavite snimku te dopunite rečenice tako da na praznine upišete riječ koja nedostaje, odnosno zamijenite sliku odgovarajućom riječju. Dopunjene rečenice zatim napišite u svoju bilježnicu. Und hier sind die Lösungen. Eins, wenn er schlafen geht, schaltet er immer alle Geräte, zum Beispiel seinen Computer und den Fernseher aus. Zwei, umweltfreundliche Personen sparen Strom, trennen Abfall und machen noch viele Dinge für unsere Umwelt. Drei, Plastiktüten sollte man in der ganzen Welt verbieten. Plastične vrećice bi trebalo zabraniti u čitavom svijetu. Vier, obwohl er ein eigenes Auto hat, benutzt er fast immer öffentliche Verkehrsmittel. So spart er Geld und macht etwas für die Umwelt. Iako ima vlastiti auto, često koristi javni prijevoz. Und 5. Einen Mehrwegbecher kann man immer wieder benutzen. Čašu za višekratnu uporabu možemo koristiti više puta. Jetzt hört ihr drei kurze Texte, in denen einige Personen darüber sprechen, was sie für die Umwelt tun. Zu jedem Hörtext gibt es 2 bis 3 Aussagen und ihr sollt bestimmen, ob diese Aussagen richtig oder falsch sind. Sada ćete poslušati 3 kratka teksta u kojima osobe govore o tome što čine za očuvanje okoliša. U svaki slušni tekst nalaze se 2 do 3 navoda za koje morate odrediti jesu li točni ili netočni. Es handelt sich um eine Online-Übung. Radi se o online vježbi koju ćete naći na linku bit.ly/umwelt1. Točnost svojih rješenja također možete provjeriti online klikom miša na oznaku kontrole. Bevor ihr eine Pause macht und die Aufgabe löst, erklären wir ein paar Wörter, die in Hörtexten vorkommen. Prije no što zaustavite snimku i riješite zadatak, objasnit ćemo nekoliko riječi koje se pojavljuju u slušnim tekstovima. Der Sprecher, odnosno die Sprecherin, je osoba koja govori, muška, to je ženska. Der Bioladen, množina die Bioläden, je prodavaonica zdrave hrane. A die steigenden Verpackungsabfälle, možemo prevesti, porast, odnosno sve više otpada zbog ambalaže, odnosno pakiranja. Macht jetzt die Pause und löst die Aufgabe. Ich bin mir sicher, die Aufgabe habt ihr richtig gelöst. Und hier ist noch eine Aufgabe, diesmal eine mündliche Aufgabe zum Wiederholen. Heute habt ihr euch nämlich mit einigen umweltfreundlichen Aktivitäten bekannt gemacht. Könnt ihr euch an diese Aktivitäten erinnern und sie nennen? Beantwortet bitte die Frage, wie kann man am besten unsere Umwelt schützen? Dabei können
euch auch die vorliegenden Bilder helfen. Za kraj je to jedan usmeni zadatak za ponavljanje. Danas ste se upoznali s nekim aktivnostima kojima pridonosimo očuvanju okoliša. Možete li se prisjetiti koje su to aktivnosti te ih imenovati na njemačkom jeziku? Odgovorite dakle na pitanje kako najbolje možemo očuvati naš okoliš. Wie kann man am besten unsere Umwelt schützen? Pritom vam mogu pomoći ove sličice koje su vam već poznate. Und dazu noch eine kleine Aufgabe. Findet noch zwei Beispiele für Umweltschutz bzw. für ein umweltfreundliches Verhalten. Uz to još jedan mali zadatak, pokušajte pronaći još dva primjera zaštite okoliša, odnosno ekološki osviještenog prihvatljivog ponašanja. Ukoliko ne znate kako to reći na njemačkom, možete ih navesti na hrvatskom jeziku, te potražiti prijevod u rječniku ili zamoliti za pomoć vašeg nastavnika ili nastavnicu njemačkog jezika. Ich bitte euch, noch einmal die Pause zu machen, zu überlegen und die Aufgabe zu lösen. Und ganz zum Schluss eine Kontrollliste. Ihr sollt euch nämlich bewerten. Na samom kraju napravite samo procjenu usvojenosti današnjeg gradiva. Hier links befinden sich die Aussagen. Ich kann einige Beispiele für umweltfreundliches Verhalten geben. Ja oder nein? Ich kann kurze Hörtexte zum Thema Umweltschutz verstehen. Ja, nein. Und ich kann über umweltfreundliche Aktivitäten sprechen. Ja oder nein. Liebe Schülerinnen und Schüler, wir sind am Ende der heutigen Online-Stunde und in der nächsten Stunde beschäftigen wir uns weiter mit dem Thema Umwelt. Drage učenice i učenici, evo nas i na kraju današnjeg online sata, a s temom zaštite okoliša nastavljamo se baviti i na sljedećem satu, odnosno u sljedećoj video lekciji.